im Hintergrund. Sieht so gleich aus. Top. Wir sind dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder, Primetime Fitness, Mittwochs. Wir haben heute ein medizinisches Thema. Es geht um den Rücken. Ja, wie gesagt, sehr viele Menschen haben immer Rücken. Ja, und jetzt wollen wir den Sachen mal heute auf den Grund gehen. Und da darf ich heute begrüßen den Dr. Felix Söller. Hallo, Felix. Hallo. Er ist da aus der wilden südbayerischen, kann man sagen, Natur. Ja, lässt uns dort mit. Sobald ein Sturm kommt, Felix, du musst uns irgendwie dann ins Haus, sagst du Bescheid. Aber im Moment Ja, siehst du bei dir mit 26 Grad eigentlich gut aus, gell? schaut doch gut aus draußen. Okay, und dann haben wir natürlich hier auch unsere Experten intern. Einmal darf ich begrüßen den Tim Suchland, unseren Trainingschef. Hi, Tim. Hallo Und zusammen. wir haben neben mir die Barbara, unsere Produktchefin, ja, und auch durchaus Rücken erfahren, ja, und von daher natürlich auch als Produktchefin selber Diplom-Sportlehrerin, jahrelang als PT gearbeitet, also deswegen da alle Erfahrungen an Bord. Und geleitet wird das Ganze heute wieder von unserem Marketing- und Franchise-Chef, dem Michael Remninger. Hi Michael, er Hi überwacht den Chat. zusammen. Er überwacht den Chat, deswegen bitten wir euch alle eure Fragen. Wir haben, der Michael und sein Team haben ein paar Slides vorbereitet und die gehen wir heute mal durch, die Slides, und dann werden wir immer wieder dort zu Diskussionen. Ja? Jetzt ist das Thema bei dem Rücken, das ist immer so ein praktisches Thema, weil natürlich, wie gesagt, der Felix würde sagen, es gibt niemand, der nichts hat. Man muss nur ausreichend untersuchen, ja, und diagnostizieren. Aber wenn du irgendwas heißt, heißt es auch nicht gleich eine Operation. Ja, also so viele Sachen hatten wir ja auch schon mal in einem vorvergangenen Webinar, hatten wir schon mal gesagt, eigentlich rein, wie sagt man da, physiologisch ist eine Operation meistens nicht angesagt. Das Problem sind die Schmerzen. Ja, also wenn die Schmerzen weg wären, könnten wir eigentlich relativ weitermachen. Und das sind eben so Erfahrungsthemen, das habe ich jetzt als Beispiel genannt, die wir heute ein bisschen diskutieren möchten. Vor allen Dingen, wo kann Training helfen? Wo ist die Schnittstelle? Wann muss ich zum Arzt? Ja, was kann der Trainer machen? Was kann eventuell der Therapeut machen? Und da versuchen wir heute euch einen Überblick zu geben über das Thema Rücken. Und die, die noch keine Beschwerden haben, vielleicht, wie schaffen sie es möglichst lange auch ohne Beschwerden durchzukommen? Das ist ja auch immer ganz interessant, weil was man jetzt noch nicht hat, kann man auch in der Zukunft haben. Also darüber wollen wir mit euch die nächste Stunde circa diskutieren. Michael, starte. Und du kannst dann ja immer wieder wechseln in den Diskussionsmodus, sodass wir uns groß sehen. Ja? Und hier an der ersten Sache, Rückenschmerzen analysieren. Hier würde ich gerne gleich mal so eine Eingangsfrage an dich, Felix. Mit was aus der Praxis, du bist Orthopäde, will ich auch nochmal sagen, hast du eine Praxis in München, kannst du auch gerne noch selber was dazu sagen. Wie gesagt, man sucht ja immer gerne, auch viele von unseren Zuhörern suchen auch gerne einen fachkundigen Arzt, der auch selber trainiert, der auch weiß, was der Sportler will und nicht gleich sagt, hier bettlägerig verschreiben, sondern die wollen ja eigentlich aktiv da was machen. Mit was für Beschwerden kommen die Menschen auf dich zu? Was ist so der Standard? Ja gut, natürlich ist jetzt heutzutage das Problem Homeoffice ein ganz großes Thema bei uns in der Praxis, weil wir haben seit 2 Jahren Menschen, die auf ungewohnten Bereichen sitzen, arbeiten, Tische, die zu niedrig sind oder Stühle, die zu niedrig sind. Also das ist so der Klassiker, dass wir einfach diese Haltungsschäden immer mehr sehen, von jung bis alt. Und das führt dazu, dass man natürlich immer schon schauen muss, liegt es jetzt nur an der Haltung oder an der falschen Unbeweglichkeit oder steckt vielleicht sogar was Morphologisches dahinter, dass wir sagen, es ist definitiv das Seltenste, was wir haben, sind Bandscheibenvorfälle, was natürlich mit Rücken immer sehr hoch assoziiert wird. Insofern sage ich mal, die häufigsten Themen sind muskuläre Sachen, Faszien, Bänder, Gelenkblockaden, alles, was mit Haltung und Bewegung zu tun hat, ne? Aber wenn du mir sagen würdest, ah, du hast eine Muskelverspannung, oh, du hast ein bisschen was in den Faszien, du hast da irgendwie einen Knubbel oder irgendwas, und dann würde ich doch sagen, hier kein Bandscheibenvorfall, da würde ich doch sagen, Felix, ich habe nichts. Also kann das so brutale Schmerzen machen und auch sozusagen behindern dich, wenn gar nichts richtig kaputt ist?
Ja gut, ich meine, Funktionsstörungen, die wie schon vielfältig sein können, die können immense Schmerzen haben. Jeder hat einen anderen Leidensdruck. Der eine, der läuft mit einem Bandscheibenvorfall rum und zuckt nicht mal. Der andere kommt auf allen Vieren rein, gekrochen mit muskulären Schmerzen. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Jeder Mensch reagiert anders auf Schmerz, hat ein anderes Schmerzverhalten und auch eine Akzeptanz. Deswegen sage ich mal, also Schmerzen sind für jedermann von uns bekannt und es gibt keinen, der nicht schon mal Rückenschmerzen hatte, ob es im Hals oder im Lendenbereich ist, in beiden Hauptfokussiv. Von daher würde ich sagen, insofern meiner Meinung nach gehört erstmal die grundlegende Diagnostik, eine Anamnese, dass man befragt, seit wann hast du die Schmerzen, bei welchen Bewegungen oder auch ist der Schmerz in Ruhe. Und diese ganzen Fragen führen meistens schon in eine Richtung, wo ich dann eben auch von der Diagnostik wählen kann, ob ich ihn natürlich körperlich untersuche, gucke, ob die Wirbelgelenke vielleicht nicht richtig funktionieren, blockiert sind oder ob muskuläre Schmerzen da sind, sogenannte Triggerpunkte, die sehr gerne sehr schmerzhaft sein können. Und jeder weiß, wenn man so einen Triggerpunkt mal berührt, an diesen massiert wird, dann können schon mal die Tränen fließen. Also insofern sind solche Triggerpunkte, sind ja auch sogenannte Nervenschmerzpunkte. Und diese Nervenschmerzpunkte, der Name schon sagt, Nervenschmerz ist hier einer der stärksten Schmerzsymptome, die wir am Körper spüren können. Ein eingeklemmter durch eine Bandscheibe ist oder Anwurzel entzündet, sind Nervenschmerzen und die machen sicherlich einen sehr, sehr starken Schmerz aus und diese wiederum sind in der Muskulatur zu tausendfach verwoben, in so Gefechten verteilt, das dann mit Faszien verbunden, verklebt sind. Insofern ist sowas natürlich ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Bereich, ja. Okay, jetzt habe ich, du hast eben gesagt, Sitzen, Homeoffice etc. sind natürlich jetzt das, was man jetzt häufig entdeckt. Jetzt gibt es ja den Spruch, okay, ist relativ laut im Hintergrund, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, Felix, vielleicht, wenn du nicht sprichst, vielleicht einfach kurz auf Mute. Das wollte ich gerade machen, aber ich sehe gerade mein Mikrofon nicht mehr. Okay, aber jetzt ist auch vorbei, warten wir kurz. Ich habe es gefunden, alles klar. Alles klar, gut, ganz gut. Also, man sagt ja auch, Felix, Sitzen ist das neue Rauchen. Was ist besonders schädlich am Sitzen? Ist es nur Rücken oder auch andere Punkte? Ja gut, wenn wir uns mal die Wirbelsäule anschauen. Wir haben verschiedene Bereiche, Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbelsäule und jeder hat eine bestimmte Krümmung. Wenn man sich die mal von der Seite betrachtet, da kommt ja nochmal ein Slide, habe ich gesehen, dann sprechen wir von einer Kyphose, also einer Biegung nach vorne, einer Lordose nach hinten. Michael, ich will mal kurz einblenden, oder? Das machen wir später, aber nur zuerst mal das ins Auge nochmal zu holen. Und diese Positionen dieser Wirbelsäule haben immer eine günstigste Stellung. Und das nennen wir so die statisch beste Stellung. Und die hat es nun mal so, wenn eben bestimmte Bereiche gleichmäßig belastet werden. Und im Stehen können wir das wunderbar austarieren. Die Bandscheiben, die ja als Puffer zwischen den Wirbeln dienen, haben wie ein Stoßdämpfer natürlich eine Funktion und werden möglichst gleichmäßig belastet, wenn man zum Beispiel eine immerwährend Bewegung in der Halteposition hat. Also wenn man steht, dann ist man nie an einer Stelle perfekt, sondern man bewegt sich immer millimeterweise. Beim Sitzen ist es so, dass durch das Aufsitzen an der Stuhlunterfläche oder auf der Rückenlehne natürlich der Rücken komplett fixiert wird. Das heißt, die Bandscheibe bekommt sehr lange den gleichen Druck, verliert an Wasser, an Höhe, an Dämpfungseigenschaften und dann geht diese ganze Kaskade los. Dann kommen Schmerzen in der Muskulatur, weil irgendein Schmerzreiz losgetreten wird und dann kann es zu einer Verspannung führen und so geht die ganze Kettenreaktion weiter. Okay, also glaube ich, haben wir verstanden, wie schädlich Sitzen ist. Also deswegen würdest du auch sagen, muss regelmäßig die Situation quasi, in der du bist, auch mal im Stehen arbeiten, Bewegung, aufstehen. Ich glaube, die Apple Watch, die erinnert einen sogar, wenn man eine Stunde gesessen hat, dass man unbedingt mal aufstehen soll, so und so viele Minuten. Also das ist schon hilfreich. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es so, dass man auch sagt, wenn jemand viel sitzt, dann muss er unbedingt auch Zeitfenster finden, sich hinzustellen, zu gehen. Manche haben auch gelernt, mit einem höhenverstellbaren Arbeitsplatz Tisch zu arbeiten, weil dieser letztendlich ja da auch dazu führt, dass man steht, seine Rückenmuskeln trainiert. Und deswegen sage ich mal, ist das so wichtig, dass man eben, wenn man viel sitzt, auch einen Ausgleich schafft.
Okay. Dann noch eine Sache, also eine, wenn wir auf der anderen Seite arbeiten, ja, wir kommen nachher noch zum Training und was wir präventiv machen können und wie wir das entsprechend auch die Versorgung der Bandscheiben und alles natürlich durch Training sicher optimieren können. Kann man sagen, man muss auch nicht so große Angst vor Operationen haben, weil eigentlich sind Operationen erst angesagt oder indiziert, wenn es irgendwelche, in Anführungszeichen, Ausfälle gibt, oder kann man das so allgemein nicht sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir durch die heutigen OP-Techniken ja viel, viel schonender operieren, als wir es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren gemacht haben. Dennoch entscheidet natürlich die Indikation. Also wir haben gelernt, dass wir, wie vor 10, 20 Jahren, Leute schnell versteift wurden, weil zwei Wirbel aufeinander gerieben haben und weil das Fach einfach kaputt war, haben wir gesehen, dass diese Menschen nicht unbedingt an den Langzeiterfolg haben, sondern dass die eventuell kurzfristig ja, aber halt nach einem gewissen Zeitraum die Gruppen der Nicht-Operierten und der Operierten sehr schnell wieder zusammenfinden und zum gleichen Level kommen. Also man muss immer abwägen. Man muss immer sagen, wenn man in ein System eingreift, das eigentlich konzipiert ist, in einer Einheit zu funktionieren, dann verändert man ein Rädchen. Und ein Rädchen kann eine immense Auswirkung haben. Deswegen ist eigentlich die Philosophie, wenn es geht, die Wirbelsäule an sich nie zu operieren. Es gibt natürlich ein paar harte Fakten, wo man sagt, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber die meisten Fälle kann man sicherlich vermeiden. Und da will ich eine Hypothese aufstellen, dass ich meine, dass wir bis zu 90% der Bandscheiben, also wenn wir jetzt bei Bandscheibenvorfällen bleiben, was ja nach wie vor die häufigste OP-Indikation darstellt, dass man sagen kann, bestimmt 90% der Bandscheibenvorfälle kann man konservativ behandeln. Im Grundsatz ist so, dass man sagen muss, wenn natürlich solch starke Schmerzen vorherrschen oder auch neurologische Ausfallserscheinungen wie Lähmungen, ist man an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich sagen muss, da wird man nicht viel Zeit mehr haben, um abzuwarten. Und da ist der Moment gekommen, wo man eingreifen muss. Aber in 90% der Fällen hat man eigentlich Zeit. Okay, herzlichen Dank. Also ich denke, umfassend erläutert ist, denke ich, auch nochmal hilfreich. Also nicht unbedingt Angst gleich vom Doc zu haben, wenn ihr an jemanden wie den Felix gerat, der, weil die Menschen ist, glaube ich, OP ist immer so das Uiuiuiui, und dass das doch wesentlich zurückhaltender heute gehandhabt wird, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war. Michael? Jo, gibt einen kleinen Fact zum Thema Rückenschmerzen, dass circa jeder Dritte in Deutschland häufiger über Rückenschmerzen sozusagen klagt. Der Felix hatte sicherlich auch ein, zwei Gründe genannt, weshalb die Zahl vielleicht in Zukunft noch größer sein wird. Dazu passt eine sehr gute Frage aus dem Chat. Inwieweit, Felix, das ständige Sitzen Beeinflussungen auf die Anspannung des Hüftbeugers bei einer Rückenerkrankung hat? Ich glaube, da haben wir die Profis. Das ist der Iliopsoas, ist der Hüftbeuger, oder? Genau. Also ich möchte sagen, dass die Zahl von jeder Dritte sogar eher zu niedrig ist. Ich würde sagen 80-85%. Es gibt Statistika, die auch noch die Zahlen, also gerade von den Krankenkassen über die Krankheitstage und sowas, kann man das relativ gut rausfinden, dass eigentlich mehr Schmerzen häufiger leiden. Die Frage ist, häufig ist es einmal im Jahr, ist es zehnmal im Jahr? Das ist mal ein bisschen schwammig. Also ich sage mal, dass eigentlich sehr, sehr viele Menschen, ich möchte nicht sagen jeder, aber irgendwie hat jeder schon mal Rückenschmerzen gehabt. Das Problem ist beim Sitzen ist natürlich, die Stellung der Wirbelsäule zum Becken und zu den Beinen ist ja annähernd 90 Grad. Damit haben wir das Problem, dass der Hüftbeuger, der zwischen dem unteren Segmenten der Lendenwirbelsäule und der Hüfte und dem Oberschenkel sitzt, immer mehr verkürzt. Und das hat zur Folge, dass wenn man dann in den aufrechten Gang hoch möchte, sich ein starker Zug sozusagen aufbaut und natürlich diese sogenannte Lordose der Lendenwirbelsäule die Biegung verkrümmen kann. Das wiederum führt zu einer stärkeren Stauchung der Wirbelsäule und der Bandscheiben und vor allem auch der Wirbelgelenke. Ja, und dann haben wir schon die ersten Faktoren, die vielleicht zu tief sitzenden Rückenschmerzen führen. Und jetzt will ich gleich mal an Barbara und Tim weitergeben, mal so praktische Fälle. Also wenn ich Hüftbeuger höre, dann denke ich mir manchmal, man schaut sich ein Fitnessstudio um und dann gibt es ja gerne, Tim, Bauchübungen mit eingeklemmten Beinen, ja, wo dann hochgezogen wird. Auch viele Bauchmaschinen, die im Markt sind, ja, machen eigentlich eher den Hüftbeuger trainierend als wirklich den unteren oder oberen Bauch. Und es gibt ja auch doch eine ganze Menge Übungen, ich denke auch am Hips. Thruster, ne, Hip Thruster nicht, aber zum Beispiel an dem, wie heißt der noch, der
ja, wo man so draufstützt und die Beine anzieht. Ja, am Barren quasi, Übung. Also da gibt es ja jetzt eine Menge Sachen, wo wir gleich mal hier unseren Mitgliedern sagen können, hey, da gibt es ein paar Don'ts, die man nicht unbedingt machen muss, weil es auch, es wird eh genug trainiert, also muss man nicht noch mehr trainieren, oder? Hast du jetzt den Tim angesprochen oder und, nicht? Ihr seid die Trainingsexperten, ich denke, ich sagen wir mal, ich first jetzt Tim und du kannst dann auch ergänzen, korrigieren. Ja? Also, ergänzen. Ja, also ich muss sagen, das Schwierigste ist, wenn zu uns ein Mitglied kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen, dann muss ich wirklich erstmal eine gescheite Anamnese machen. Ja? Warum ist das eigentlich so? Sie deuten auf den Rücken, meinetwegen auf die LWS und sagen dann, ja, hier, da ist ein Punkt, da tut es weh, da ist eingeklemmt. Ja? Und dann müssen wir als Trainer herausfinden, ja, warum ist das jetzt so? Ja, das heißt ja nicht, dass der sich irgendwie mal verhoben hat und dass das dann passiert ist in einer dummen Bewegung, sondern wenn jemand permanente Rückenschmerzen hat, dann muss ich gucken, ja, was ist an dem Typen oder an der Frau jetzt verkehrt oder welche Haltung nimmt der ein? Und muss gucken, wo sind seine Verkürzungen, wo sind seine Schwächen. Und das gilt es als Trainer, das aufzudecken. Ja. Und da sind häufig, kommt der Psoas da ins Spiel, ja, dass der häufig zu kurz ist. Aber es ist auch ganz häufig so schwache Po-Muskulatur, schwache Beinmuskulatur. Ja. Das wird natürlich beim Sitzen nicht gerade verstärkt. Ja. Verstärkt wird die Verspannung hinten im Rücken, weil man sich einfach nicht bewegt. Und ich sage, also eine halbe Stunde sitzen reicht völlig aus. Und ich sitze hier auf einem Rollstuhl. Und das Schlimmste ist überhaupt, sich von seinem Schreibtisch dann mal rüber zu rollen zum Gerät oder was auch immer, zum anderen, zum Telefon. Und man rollt sich nur noch hin und her. Statt früher gab es keine Rollstühle, da ist man halt mal aufgestanden und ist dann dahin gegangen, um sich irgendwas zu holen. Ja? Heute rollt man durch die Gegend. Ja? Also gleich schon sitzt man im Rollstuhl. Also von daher, Übungen jetzt an sich, ja, kann ich jetzt hier so jetzt nicht gerade geben, aber das, was wir schon angedeutet haben, der Psoas ist häufig dafür und der Tim wird mir jetzt recht geben, starke Po-Muskulatur ist ganz, ganz wichtig für einen verspannten Rücken und eine starke Beinmuskulatur. Das vergessen viele. Viele sagen beim Training, ich habe Rückenschmerzen, ich muss jetzt den Rücken auftrainieren. Oder noch schlimmer, ich muss jetzt den Bauch auftrainieren. Und zwar durch Crunches. Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das kommt auch noch hinzu. Mhm. Ja. Also es sind alles falsche Maßnahmen und man muss wirklich anders trainieren. Und man muss überhaupt trainieren. Tim? Genau, also ich würde auch gerne mal, Tim, einen kleinen Hint. Ich hatte ja gesprochen, eben Hüftbeuger, weil Felix das, Barbara hat nochmal die anderen Punkte analysiert, plus den Hüftbeuger, aber so die, und Barbara ist schon in die richtige Richtung gegangen, finde ich, 100%, sagt, hör zu, man muss eigentlich umgekehrt nach hinten trainieren, nicht nach vorne. Vielleicht auch nochmal dort deine praktische Erfahrung, du bist ja jeden Tag im Studio und siehst viele interessante Sachen. Also ergänzend dazu will ich immer noch mal sagen, wir machen immer eine Anamnese, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wir sind Trainer, das heißt, wir können natürlich keinen medizinischen Befund irgendwie stellen. Das heißt, wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann ist es erstmal natürlich unsere Aufgabe, die passenden Übungen rauszufinden. Aber noch mehr oder noch wichtiger ist es die Aufgabe des Mitglieds, die Ursache herauszufinden für den Rückenschmerz durch eine Untersuchung beispielsweise beim Arzt. Das ist immer ganz entscheidend. Erst wenn Untersuchungen wirklich da auch gemacht wurden, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, jemand hat einen Bandscheibenvorfall in der LWS, einen schweren Bandscheibenvorfall, merkt den aber nur durch einen leichten Schmerz im unteren Rücken. Das kann sein, weil ja je nachdem, was für eine, wo die Bandscheibe austritt, also die Flüssigkeit und wo vielleicht ein Nerv stärker getroffen ist, kann der Schmerz ja gar nicht so groß sein. Da muss man jetzt aber natürlich bei so einem Bandscheibenvorfall ganz anders mit jemandem trainieren, als wenn er tatsächlich nur eine Verspannung im unteren Rücken hat und dieselben Symptome sozusagen und auch nur Schmerzen im unteren Rücken. Von daher ist immer eine Untersuchung wichtig. Wir predigen das auch immer im Ernährungswebinar. Ne? Wenn du wissen willst, was für Supplement du nehmen willst, dann musst du erstmal wissen, was dir fehlt. Und so ist das im Training auch. Dann können wir super mit dem Mitglied trainieren. Und wie Barbara das auch schon gesagt hat, das große Problem ist, dass wir von alleine
im Studio oft sehen, dass die falschen Muskelgruppen trainiert werden. Wenn ich jetzt mal von den jungen Trainierenden ausgehe, ja, was wollen die trainieren? Natürlich Brust, ja. So, die sitzen aber schon die ganze Zeit vielleicht am Schreibtisch, sind am Handy, sind innen rotiert, trainieren jetzt noch die Brust auf. Ähnlich ist das beim Hüftbeuger. Klassische Übung Crunches, kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen, macht jeder, fast jeder falsch, um ehrlich zu sein. Aber Crunches, denkt irgendwie jeder, gehört zum Training dazu, mache ich, ja, und trainiert damit noch stärker den Hüftbeuger auf. Und wir sollten eigentlich die Hüftstreckung viel stärker ins Visier nehmen. Ähnlich wie wir den Antagonist bei der Brust ins Visier nehmen sollten, also die hintere Schulter und den Rücken, sollten wir dann im Gegensatz zu unserem Alltag, wo den Hüftbeuger sehr stark immer in derselben Position belasten, sollten wir mal lieber den Hüftstrecker ins Visier nehmen. Und da kommen wir ja später auch noch auf ein paar explizite Übungen, wo man gerade, ich sag mal, Hüftstreckung auch gut mit drin hat und da sein Augenmerk drauf legen kann. Also ich muss da ein bisschen anderer sagen als du, Tim, weil ich sage mir schon, wir als Trainer können schon ganz schön viel leisten, um so erste Anamnesen zu machen und zu wissen, okay, bei dem liegt es jetzt echt daran, dass er jetzt Rückenprobleme hat. Ja? Ich brauche den nur quasi in den typischen Stretch für den Psoas reinzutun und stelle dann fest, oh Gott, ja, also hier ist alles zu kurz. Ja? Und wenn ich das schon mal lösen kann und er kriegt dann seinen Schmerz weg, dadurch, schon alleine dadurch, ja, dann ist dem ja schon mal viel geholfen. Wenn ich meine einzelnen Schritte durchgegangen bin als Trainer, ja, und sage, wir können, also ich sehe ja, wenn er auf mich zuläuft, was hat er für eine Haltung? Ist er gebeugt? Ist er aufrecht? Ja? Hat er so einen typischen Gang? Ja? So einen typischen Gang, sage ich jetzt mal, wenn man so den Po da hinten rausstreckt und er läuft so ein bisschen. Oder umgekehrt. Ne? So, ne? Dann weiß ich schon, aha, okay, hier an der Hüfte, da stimmt schon was nicht. Ja? Oder ich nehme meine Hände auf die Hüfte und denke, wow, der hat einen Schiefstand. Wenn der einen Schiefstand hat, dann ist bei mir Grenze. Ja, dann sage ich mir, oh, Schiefstand ist nicht gut. Ja, dann sage ich mir, ja, da kann ich als Trainer erstmal gar nicht mehr so viel machen. Und das würde ich tatsächlich abklären lassen. Warum hat er jetzt einen Schiefstand? Hat er eine Beinlängendifferenz oder ist sein ISG verschoben? Das kann ich als Trainer nicht mehr rausfinden. Da brauche ich einen Fachmann. Ja, glaube ich wenigstens. Also ich könnte es nicht, warum das dann so ist. Ja. Das konnten bei mir auch viele, viele Physiotherapeuten und Ärzte und bla 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 nicht rausfinden. Der, der es ausgefunden hat, war jetzt der Chiropraktiker. Ich habe jetzt keinen Schiefstand mehr. Alles gut. Man weiß aber nicht so genau, woran es liegt. Ja. Es gibt verschiedene Sachen, die wir als Trainer super gut, so wie der Felix auch sagte, es ist ein Schmerz im Rücken, ist nicht gleich ein Bandscheibenvorfall. Nee, ja, das tut erstmal weh und ich muss rausfinden, warum hat er da hinten eine Verspannung. Ja, und wenn ich mit meinem Latein nicht mehr weiterkomme, dann weiß ich ganz genau so, hier ist meine Grenze und ich schicke ihn dann zum Arzt. So, lass es bitte abklären. Ja. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, Mobilisierungsübung, das macht ihr auch immer im Training, Barbara und Tim, also wenn du Mobilisierung, bei uns fängt ja auch kein Training an, gerade im Personal Training, ohne Mobilisation. Und ich glaube schon bei der Mobilisation siehst du ja auch natürlich die ganzen Defizite. Und dann gehst du erstmal, bevor du anfängst zu trainieren, ja, dann gehst du natürlich erstmal diese Sachen quasi klären. Warum sind da halt Mobilisationsdefizite, weil irgendwann werden diese Defizite in der Mobilisation werden ja auch irgendwann mal in irgendwelche Folgesituationen kommen, weil es ist ja dann unterhalb der Norm und so ist der menschliche Körper ja eigentlich nicht gebaut. Er sollte ja in einem vollen Bewegungsumfang bewegt werden können und wenn du nicht mobil bist, hast du später, früher oder später wahrscheinlich irgendwann mal ein Thema. Tim? Ja. Das, ich wollte vielleicht noch kurz dazu sagen, das sehe ich ja natürlich bei den Patienten extrem. Also ich meine, es gibt keinen Rückenpatient, der nicht irgendein Mobilitätsproblem hat. Und wir verkümmern und verkürzen immer mehr, weil wir eben nicht die Mobilitätsübungen machen, die wir machen sollten. Und das kennt man schon, wenn man mal ein paar Wochen aussetzt, weil man einfach faul ist oder weil man einfach nicht die Muße dazu hat, wie schnell man dann verkürzt. Und man hat das Gefühl, dass man das Dreifache an Zeit investieren muss, um das wieder aufzuholen. Je älter man wird, sagt die Barbara. Ja, aber ihr seid ja noch nicht alt. Von daher, ich weiß, von was ich rede. Insofern
Insofern ist es ein Extrem, was ich schon von Jugendlichen ansehe, wenn ich sie natürlich bei der Untersuchung bitte mal zu schauen, wie weit kommen sie denn mit gestreckten Beinen überhaupt an den Boden. Es ist zum Teil haaresträubend, ja. Ja, das, diese Defizite gibt es natürlich. Ne? Und das sind eben auch so die Tests. Und dann weiß ich genau, okay, gucken wir mal, legen wir den mal auf den Boden flach hin und lassen den dann mal die Beine hochheben. Dann weiß ich genau, sind das jetzt die Issues oder ist es was anderes? Ja, ist da eine andere Blockade drin? Ne? Also man, also durch einfache Tests kann man das schon als Trainer eben. Das sind grundsätzlich zu kurze Arme. Ja, kurze Arme, natürlich. Immer. Zu lange Beine. Genau. Michael, ich glaube, wir haben noch eine kleine Frage. Ja, geht spezifisch jetzt nicht um die Folie, die wir drauf haben, wie man Defizite erkennt, aber ich kann sie gerne mit reinnehmen. Und zwar geht es darum, Felix, eine Frage an dich, wo man bei, was du von den Streckbanken hältst in der Physiotherapie. Also diese sogenannte Extensionsbehandlung, wie sie in der Fachsprache heißt, ist ja nichts anderes wie eine Streckung der Wirbelsäule. Man kann sich vorstellen wie eine moderne Folterbank, indem man dort auf einer bequemen Bank liegt und meistens unten an den Füßen und am Nacken fixiert wird und dann in Streckung gebracht wird. Es gibt sehr moderne Techniken, bei denen dann nur isoliert an der Wirbelsäule gestreckt wird, sei es Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule. Da gibt es die sogenannte Spine-Med-Technik, die eine ganz ausgeklügelte Technik ist, wo man eben nur an bestimmten Etagen gestreckt wird. Der Hintergrund ist relativ simpel. Man, vielleicht nochmal zur Erklärung, Bandscheiben haben eigentlich keine eigene Durchblutung. Das heißt, die ernähren sich nur durch Diffusion von Nährstoffen aus der Peripherie. Das heißt, tagsüber pressen sie ihre Flüssigkeit raus. Und dann, wenn sie in Ruhe sind, und das ist dann meistens im Liegen, dann holen sich die Nährstoffe sich wieder zurück. Und diesen Vorgang, das belebt die Bandscheiben. Das heißt, es gibt die ganzen Ernährungsstoffe und diese ganzen Sachen, die eine Bandscheibe braucht, kriegt das nur durch dieses Phänomen. Und dieses Phänomen will man also im Prinzip nachahmen, künstlich nachahmen, indem man dort eine Streckung aufbaut. Das funktioniert zu einem gewissen Grad sehr gut, wenn man überlegt, dass Bandscheiben, die vielleicht nicht mehr ganz so gut in Ordnung sind, vielleicht schon an Wasser verloren haben, vielleicht Risse im Ring haben, schon sehr viel Wasser verlieren, die haben auch diese Eigenschaft verloren, sich zu ernähren und dadurch gehen sie dann immer mehr ein, wie eine Blume, die immer kleiner wird. Und im Endeffekt kann man da gegensteuern. Zu einem gewissen Grad auf jeden Fall eine Technik, die ich empfehle und auch ja, verordne. Man darf sich mit nur gewissen Kontraindikationen vielleicht dann nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen sage ich mal, sind Extensionen oder die Streckbank nach wie vor ein Bestandteil in der Physiotherapie, auch wenn sie jetzt etwas moderner aussehen. Man muss sich ja auch vorstellen, bei so einer Streckbank, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ein Nerv tut ja weh, weil er eingeklemmt ist. Ja? Und wenn du jetzt da auseinandergezogen wirst, ja, dann gibst du ja erstmal der Bandscheibe Platz, um wieder zurückzukommen. Ja? Und dann ist die Chance doch relativ groß, dass die Bandscheibe wieder zurückflutscht. Ja? Allerdings muss man dann hinterher, kann ich mir das nicht so vorstellen? Nein? Doch, also es ist nicht so, dass das rausploppt und dann ziehst du und dann ploppt es wieder rein, sondern... Das ist so eine Vorstellung gewesen. Das wäre toll. Ich muss zugeben, natürlich erklärt man es dem Patienten so ähnlich, damit er das besser versteht, aber der größere Effekt ist natürlich, wenn sich die Bandscheibe in Höhe wiederum aufbaut, was natürlich passiert, dann öffnen sich seitlich diese kleinen Öffnungen, wo die Nerven seitlich austreten. Es gibt sicherlich einen Slide, wo es vielleicht nochmal besser dargestellt wird. Und diese Öffnung gibt dem Nerv Platz und wenn der Nerv sozusagen jetzt durch einen Bandscheibenvorfall komprimiert wird, dann kann der Nerv ein bisschen zur Seite rutschen. Das heißt, man schafft einfach Platz. Die Bandscheibe selber, man muss vielleicht verstehen, also die würde nie durch ein Ziehen wieder reinploppen, wie so ein Gummiball, der so wieder plopp zurückgeht, sondern der Effekt, warum Bandscheibenvorfälle überhaupt konservativ behandelt werden, ist ein relativ simpler Effekt. Das Gewebe, was austritt, ist extrem wasserhaltig. Das ist so ein gelartiges Material, das mit der Zeit austrocknet. Das heißt, wenn wir Zeit genug haben und einen Bandscheibenvorfall konservativ begleiten, dann trocknet eigentlich jeder Bandscheibenvorfall aus und er schrumpft zurück auf ein ganz kleines Niveau, was dann vielleicht wie eine Vorwölbung aussieht, definitiv kein Problem mehr macht. Nur
in ganz vielen oder in vielen Fällen lässt sich das abwarten mit Medikamenten etc. In manchen seltenen Fällen haben wir das Problem, dass der Druck so groß auf der Nervenwurzel ist, dass Schäden entstehen und dann haben wir nicht mehr Zeit abzuwarten. Das sind die Momente, wo man dann eben eingreift. Aber die meisten Fälle, 90%, kann man in irgendeiner Form behandeln und diesen Schrumpfungsprozess abwarten. Natürlich unterstützt durch Extensionen, durch Streckung, ja. Also ich mache das nur immer sehr gerne, wenn ich mich im Club an eine Sprossenwand oder an eine Leiter oder an irgendein Gerät hänge und mich tatsächlich aushänge und meistens auch noch in die Seite biege, ja, sodass ich mich da wirklich, wirklich lang ziehe und merke dann auch, wie gut das mir tut. Also das ist ein ähnlicher Effekt wie die Streckbank, nur dass es nicht gezielt jetzt auf eine bestimmte Stelle wirkt, sondern auf die gesamte Wirbelsäule. Ich ziehe alles auseinander und ich merke sogar, dass wenn ich noch meinen Hals mit in die richtige Richtung nehme, dann tut das da auch noch gut. Ja. Einfach mal eine Veränderung zum Tagtäglichen, was ich sonst so mache, immer gedrückt sitzen, klein sitzen und dann hänge ich mich da aus und es tut den Schultern gut, es tut allem gut und das ist ein super Effekt. Ja, zweifelsfrei, weil wir entlasten ja nicht nur die Bandscheiben, vor allem auch die kleinen Wirbelgelenke, die Facettengelenke, die durch unheimlichen Druck stehen und die natürlich auch einen Verschleiß aufweisen. Das heißt, schon allein das löst natürlich viel auf. Die ganzen kleinen Querverbindungen zwischen jedem Wirbel werden gedehnt. Das ist ja auch eine Art Mobilitätsübung für die Wirbelsäule und das ist eins der einfachsten und vielleicht besten Übungen, die man machen kann, wenn man in der Lage dazu ist. Ja, man muss nur aufpassen, dass man nicht so sehr in die Kippung gerät. Ne? Es ist mehr ein Langziehen nach oben zur Seite, also richtig rausziehen und zur Seite ist ganz wichtig, als ein Kippen zur Seite. Ja, also das finde ich sehr schwierig, weil dann drückt es auf der anderen Seite. Oder halt ins Hohlkreuz zu gehen, ne? Deswegen müsste man irgendeine Rückenlage finden, ja, stimmt. Mhm. Ja. Michael? Perfekt. Ich würde gerne noch einen Einschub machen zur Folie. Und zwar geht es ja darum, wie man Defizite auch erkennt. Unter anderem auch Übergewicht kann natürlich ein definitives Merkmal dafür sein, dass man eher zu Schmerzen natürlich leidet, als wenn man kein Übergewicht hat. Würde gerne dann überleiten, Tim, auch an dich, weil wir haben ja auch beispielsweise jetzt hier mit dem Milanizer bei uns im Club die Möglichkeit, ja sehr früh auch gewisse Bewegungsmuster bei unseren Mitgliedern zu erkennen. Also Barbara hat jetzt vorhin gesagt, sie hebt die Hand an das Becken und kann so einen Beckenschiefstand sehen. Der Milanizer bietet uns da ja auch durch ein paar Tools eben so eine kleine Analyse, wo wir sehr schnell mit dem Mitglied da auch Disbalancen aufdecken können. Vielleicht kannst du da unsere Zuhörer einmal mitnehmen und erklären, wie genau ihr das dann auch in der Praxis macht. Genau, es gibt natürlich Beweglichkeitstests, wo dann verschiedene Beweglichkeitsübungen vor dem Milanizer gemacht werden und wo man dann genau sehen kann, wie beweglich ist die Person in verschiedenen Gelenken, aber auch natürlich in der Wirbelsäule. Und vor allen Dingen ist sie auf der einen Seite beweglicher als auf der anderen Seite, was ja oft dann schon mal zeigt, okay, da ist eine kleine Disbalance oder da ist eine kleine Fehlstellung, die muss man sich genau angucken, muss man korrigieren. Und vielleicht gibt es da auch Verhärtungen in der Muskulatur, die einfach dafür sorgen, dass die Person an sich steifer ist und halt die mangelnde Beweglichkeit dann aufweist. Zusätzlich kann man auch Balance-Tests zum Beispiel machen. Auch da kann man dann schon recht gut sehen, wie gut hält man auf der einen Seite die Balance, wie gut auf der anderen Seite, fällt man bei der einen Seite aus dem Raster raus, auf der anderen Seite nicht. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Im Milon selbst oder der Milanizer selbst stellt dann auch noch die Geräte schon mal perfekt für einen ein, misst dabei die Länge von Gelenk zu Gelenk, um dann die richtigen Einstellungen zu treffen. Natürlich justiert der Trainer alles nochmal im Detail nach. Und dann geht es natürlich auch direkt an die Arbeit im Milon-Zirkel. Und glücklicherweise ist der Milon-Zirkel ein Trainingssystem, wo es wirklich hauptsächlich um den Rücken geht und der Fokus auf dem Rücken auch liegt. Und deswegen auch ein Tool, womit wir bei jedem Mitglied arbeiten, ist einfach sehr, sehr wertvoll. Denn wenn es einmal eingestellt ist, ist es super einfach zu bedienen. Der Trainierende muss sich nichts groß merken, keine Einstellung an den Geräten etc. Kann das Gerät ganz leicht und schnell bedienen.
Und wir haben den enormen Vorteil, um das nochmal für den Milon als Vorteil zu nennen, dass wir die Exzentrik und die Konzentrik unterschiedlich stark einstellen können. Bedeutet also, die negative Bewegung, der Teil der Bewegung, wo wir das Gewicht aufhalten, bis es wieder in die Anfangsposition kommt, diesen Teil der Bewegung, den können wir halt schwerer gestalten als die Konzentrik, wo wir das Gewicht aktiv bewegen. Und das sorgt dafür, dass wir in dieser exzentrischen Phase auch nochmal einen stärkeren Muskelreiz haben. Und den können wir nutzen, um effektiv Muskulatur nochmal aufzubauen. Cool. Nutzt du auch ein weiteres Element, was du benutzt, Tim, ist ja auch, glaube ich, auch der Functional Movement Screen, gell? Weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, Beweglichkeit ist oft, also der Felix hat selten jemand gesehen, der mit Rückenschmerzen kommt und volle Beweglichkeit und Mobilität hat. Das geht ja immer einher. Auch ein weiteres Element ist da sicher der Functional Movement Screen, Tim. Genau, ist auch ein weiteres Element, wo es dann eine Auswahl an Übungen gibt, die man machen kann, wo es bestimmte, ich sag mal, Standards gibt und wo man dann nach einem Bewertungssystem auch sagen kann, hey, du bist jetzt unter der Norm, du bist über der Norm. Und je nachdem, wo dann die Defizite sind, kann man natürlich auch gezielt daran arbeiten. Ich sag mal, was ich also nochmal als zusätzlichen Test ganz interessant fand, das hat vor Jahren mal ein Ausbilder mit mir gemacht, und zwar ging es da auch um Rückenschule. Man hat sich also mit Augen zu hingestellt, ganz gerade, Augen zu, und ist dann mit Augen zu sozusagen marschiert, auf der Stelle marschiert. Hat die Beine also hochgezogen, auf der Stelle marschiert. Nach einer Minute sollte man die Augen aufmachen und gucken, in welche Richtung ist man marschiert. Weil normalerweise sollte man ja vermuten, man ist in gar keine Richtung marschiert, sondern ganz gleichmäßig hat man die Beine hoch und runter bewegt und ist genau da, wo man am Anfang war. Das war aber bei den wenigsten der Fall. Die einen waren ganz weit links, die anderen ganz weit rechts. Das heißt, da sieht man schon, okay, irgendwas stimmt da nicht in der Stellung der Hüfte, weil man sich ja auf eine Seite weggedreht hat und wegbewegt hat. Also da ist ja irgendwas unruhig. Da kann man schon mal so ein bisschen, das Gefühl bei dem Mitglied auch erzeugen, hey, guck mal, da könnte es sein, dass du ein bisschen Hilfe von uns brauchst. Und so ist es ja auch bei den allermeisten, ne? Also ganz klar, was du gesagt hast, Milonizer ist bei allen Trainingsplänen mit Milon, wird der Milonizer gemacht zur Vermessung. Hier ist die Möglichkeit, auch die Beweglichkeit, den Mobilitätstest zu machen und gerne auch an unsere Mitglieder den Trainer ansprechen. Auch ein Functional Movement Screen, wie gesagt, manchmal sind die Mitglieder nicht so attesten, ja, mag ich nicht so, aber es ist wirklich wichtig, dass der Trainer auch erkennt, wie die Barbara das auch sagt, denn Trainer wird immer Augenschein nehmen und sich sagen, hey, ich sehe da was, aber diese Tests zeigen natürlich auch ganz genau, wo ist man außerhalb der Norm. Ja, und daran kann man ja arbeiten. Und das gilt natürlich auch für Menschen, wird der Felix jetzt lachen, die noch keine Beschwerden haben. Nicht, dass wir die Arbeit wegnehmen wollen, Felix, aber ich glaube auch, du wärst froh, wenn du bei vielen Patienten präventiv arbeiten könntest und nicht immer sozusagen reaktiv arbeiten müsstest. Naja, es ist ganz klar, dass durch die immer älter werdende Gesellschaft werden wir diese Probleme nie wegbekommen und keiner ist oder die wenigsten sind der ganzen Sache bewusst, dass sie was tun müssen. Sie kommen dann eher zum Arzt und müssen es dann erstmal erklärt bekommen, was sie tun können. Und es ist eigentlich die Hauptaufgabe, finde ich, gerade in Orthopäden, den Leuten zu erklären, was ist das Problem, also was ist die Diagnose, dann zu verstehen, wie es zu dieser Diagnoseerkrankung kam und dann natürlich mögliche Hausaufgaben oder auch Lösungsvorschläge zu machen. Natürlich dazwischen gibt es diesen Schmerz, den wir ja irgendwie abschalten müssen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir jetzt vielleicht heute gar nicht erwähnen wollen. Aber es ist eigentlich die Aufgabe, dann eben Prophylaxe klingt gut, aber ist in der heutigen Zeit mit den knappen Zeitressourcen und Möglichkeiten eigentlich eine Illusion, und ich glaube, es kann jeder von uns sagen, keiner hat die Motivation, jeden Abend nach, keine Ahnung, 9 Stunden Arbeit dann hier ins Studio oder in irgendeine Einheit zu gehen. Das ist schwierig und man müsste sich einen guten Zeitplan zurechtlegen. Also es ist oft in der Realität nicht umsetzbar. Deswegen muss man halt immer aufpassen, dass man dem Patienten jetzt nicht zu sehr einen Zeitplan auferlegt, den er nicht schaffen kann und nicht schaffen wird, weil wir wissen dann spätestens nach
was weiß ich, 6, 8 Wochen, 12 Wochen ist das Thema durch. Dann geht es ihm vielleicht wieder auch gut und dann ist natürlich der Motivationsdruck weg, um weiterzumachen. Also es müssen kleine, einfache Hausaufgaben sein, die er vielleicht daheim machen kann, die er vielleicht morgens machen kann, während der Arbeit machen kann oder mittags in der Mittagspause. Und dann vielleicht noch die Motivationshäppchen, die vielleicht dann heißt, irgendwo in einem wirklich einen Milon-Zirkel noch einzubauen, den man wunderbar in sehr, sagen wir mal, knapper Zeit schaffen kann. Dann teilt man ihn vielleicht auf. Und ich meine, da gibt es viele schöne Möglichkeiten, die man dem Patienten auch vorleben und erläutern kann. Ja. Ich hätte da so ein, zwei Tipps, so entweder für unsere Zuhörer, die jetzt gerade live dabei sind oder auch die anderen, die sich später angucken. Also wir haben ja unseren Virtual Club und da machen wir ja viele solche kleinen Classes, sprich auch Mobilität und Stretching. Und das finde ich, das mache ich selber sogar nach, ja, obwohl ich sie selber kreiert habe. Ja. Ich müsste das jetzt nicht quasi mir angucken, Das ist ein Programm, ein Kurzprogramm, und wenn ich das, es gibt 15 Minuten oder es gibt 30 Minuten, und wenn ich das zu Hause durchgemacht habe, ja, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja. Also das funktioniert wirklich. Ja. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er keine Zeit hat, zu uns in den Club zu kommen, einfach mal unsere App aufzumachen. Auf der App findet ihr den Virtual Club und findet da unsere Klassen. Und da gibt es viele Sachen, wie man Rückenschmerzen tatsächlich beheben kann. Einmal Kraft und einmal auch, was erstmal wichtig ist, Mobilität und Stretching. Sehr gut. Michael? Jo, jetzt haben wir ja auch viel über das Training gesprochen und viel gesagt, hey, man muss auf jeden Fall trainieren. Jetzt ist ja die Frage, die wir uns stellen, welche Muskeln helfen denn tendenziell für einen starken Rücken? Und da hat mein Team einmal so die wichtigsten Komponenten hier im Menü aufgeboten. Können natürlich auch diskutieren, ob wir die einen oder anderen jetzt hier noch außen vor gelassen haben. Und vor allen Dingen wäre es ganz wichtig zu wissen, auch für unsere Zuhörer, warum gerade eben beispielsweise jetzt der Gluteus Maximus, also der große Po-Muskel, trainiert werden sollte. Und Tim, auch als Trainingsspezialist würde ich da sehr, sehr gerne mal den ersten Wurf auch an dich geben. Ja, genau. Also erstmal hängt es natürlich davon ab, wo ist das Defizit bei dem Mitglied. Also das heißt, starker Rücken ist ja natürlich ganz breit gefächert, von unteren Rücken bis halt zur hinteren Schulter im Prinzip oder dem Nackenmuskel. Und ich sag mal, alles, was so Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule betrifft, da ist sicherlich wichtig, dass man die hintere Schulter, also den Teres Major und Minor zum Beispiel, dass man darauf Wert legt, dass man auf den Trapezmuskel sehr viel Wert legt, dass man auf den Latissimus Wert legt. Das sind so wichtige Muskulaturen und da kann man prinzipiell sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Übungen bei uns im Studio machen, indem man Zugübungen, unterschiedliche Zugvarianten macht. Da gibt es die Zugübungen von unten, von vorne und von oben. Alle verschiedenen Varianten haben auch ihren Zweck, denn es gibt ja auch, sagen wir mal, im Rücken unterschiedliche Fasern, die unterschiedlich beansprucht werden müssen, also die unterschiedliche Richtungen haben. Und von daher sind Zugübungen auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Eine weitere sehr wichtige Übung ist zum Beispiel der Butterfly Reverse, wo man also in die Öffnung geht, in die Außenrotation geht. Gehen wir sowieso viel zu wenig, also wir öffnen uns viel zu wenig, weil wir sehr viel innenrotiert in unserem Alltag sind. Und diese Außenrotation und auch den Butterfly Reverse, die Rotatorenmanschette und die hintere Schulter trainiert, ist ebenfalls sehr wichtig. Und da geht es jetzt, wie gesagt, um die Hals und um die Brustwirbelsäule. Wenn wir jetzt auf die Lendenwirbelsäule schauen, dann wird natürlich der Gluteus Maximus, auch die Hamstrings und der Rückenstrecker dann umso wichtiger. Und der Gluteus Maximus, der hilft uns einfach beim aufrechten Gang. Ja, also ein starker Gluteus Maximus bringt uns in den aufrechten Gang. Und unglaublich wichtig, dass wir den im Alltag, also eigentlich müssen wir im Alltag viel mehr nutzen. Das tun wir aber nicht mehr. Wir gehen ganz viel zu wenig als unsere Vorfahren. Wir sitzen viel, viel mehr. Und deswegen verkümmert dieser riesige Muskel, ja, der größte Muskel im Körper. Und wenn so ein großer Muskel verkümmert, bleibt das natürlich nicht ohne Folgen, denn es verkettet sich und wir belasten andere Muskeln dafür mehr.
und haben dann mit Verkürzung oder besser gesagt mit Verspannung zu kämpfen. Also deswegen ist der Po-Muskel extrem wichtig. Da kommen wir dann auch in der nächsten Folie noch auf ein paar Übungen zu sprechen, die dann auch Hamstrings und den Gluteus miteinander verbinden. Ja, also nochmal, um auf den Gluteus zu kommen. Also ich weiß nicht, danach kommen noch Übungen. Aber Gluteus, hatte ich schon gesagt, ist wirklich der wichtigste Muskel. Leider wird er oft nicht richtig trainiert oder nicht richtig angesprochen. Und eigentlich sollte der tatsächlich der Gegenspieler zum Psoas sein, ja, damit ich eben wieder in die Aufrichtung komme. Aber was so häufig gemacht wird in den Clubs, ist der Hip Thruster. Und der wird halt, wenn ich mir YouTube angucke, häufiger einfach nicht so ganz richtig gemacht. Ne? Der wird schön in den Rücken reingehoben und dann drücken mehr die Ischios raus und der Rücken raus, als dass der Po sich anstrengt. Ja, das ist so ein bisschen gefährlich und deswegen braucht man eine gescheite Anleitung, damit ich wirklich die Po-Muskulatur innerviere. Schwierig, schwierig. Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, wenn ich kurz noch was dazu erwähnen darf, bei dieser Art von Übung, wenn die Leute in ein zu starkes Hohlkreuz gehen, dann haben wir das Problem, dass wir die Lendenwirbelsäule überstrecken, wir sagen ja, oder ja, überbeugen, besser gesagt, in die Lordose, Hyperlordose gehen, ins Hohlkreuz gehen. Und das führt natürlich dazu, dass gerade diese kleinen Wirbelgelenke, die meistens ja auch mit von Partie sind, sehr stark strapaziert werden. Das heißt, wenn jemand nach dem Training merkt, dass er mehr Rückenschmerzen hat, kann es daran liegen, dass er sehr stark ins Hohlkreuz trainiert hat und diese Facettengelenke extrem aktiviert hat. Genau, er kommt nämlich nicht in die in die Hüftstreckung überhaupt rein, ja, weil er den Po nicht innervieren kann oder weil der Psoas verkürzt ist. Ja, beides, also die zwei Muskeln einfach nicht zusammenspielen. Ja. Ja. Und dann ziehst du in den Rücken rein, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, also den Rückenstrecker sollte man nicht trainieren, den sollte man lang lassen auf jeden Fall. Also und nicht in die Verkürzung reinziehen, da wo er eigentlich immer ist, den lieben langen Tag durchsitzt. Meistens, stimmt, ja. Ja. Mhm. Und gerade was Po-Muskeln angeht, spielt ja auch eine Rolle, dass gerade Männer denken, sie müssten keine Abduktorenmaschine machen, aber am Ende sind die Abduktoren, die gibt es ja nicht, das ist wieder der Gluteus, der da mit hat. Und dann muss ich denken an die Fibo oder die Barbara, weil bei den meisten Abduktorenmaschinen, die wir ja auch benutzen, sitzt man ja auf dem Gluteus. Auf der Fibo hat die Barbara auch eine ausprobiert, wo man drauf steht, also in einer stehenden Position. Das war auch interessant. Aber wir haben natürlich auch für den Gluteus, Tim, eine Menge Übungen auch, die man natürlich da machen kann. Natürlich ist er ein Stück weit auch immer in der Beinpresse gefordert, aber das kann man natürlich auch isoliert machen, ohne dass man unbedingt auf freie Übungen setzen muss. Vielleicht kann man ja die männlichen Trainierer auch noch damit etwas fangen, indem man sagt, dass wir Männer im Alter eigentlich immer kleine Rinderen bekommen. Das heißt, der Gluteus geht bei uns immer mehr in die Atrophie. Das heißt, man kann auch gegen was tun. Ja, nicht nur bei den Männern, oder? Bei den Frauen auch. Ja, geht es vielleicht immer in die andere Richtung, aber bei den Männern zumindest wird er immer kleiner. Da wird es vorne immer größer und ist auch nicht besser. Genau. Ich meine, um dem Gluteus nochmal einen anderen Ansatz zu geben, hilft uns jetzt zwar nicht vielleicht im starken Rücken, aber er ist ja ein sehr, sehr, sehr großer Muskel in unserem Körper und wir wissen auch spätestens nach dem Webinar Stoffwechsel am Montag, Tim, desto mehr Muskulatur ich natürlich im Körper habe, desto mehr kann ich auch verbrennen. Und da deswegen auch an die Männer, Po-Muskeln trainieren, sieht nicht nur optisch besser aus, wenn man was hinten in der Hose hat, sondern es hilft eben auch in dem Beispiel, dass wir natürlich einen guten Verbrennungsmotor dadurch haben, durch die Größe des Muskels. Und als Argument für die Männer, es hilft natürlich auch enorm bei der Testosteronausschüttung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man einen großen Muskel schwer trainiert, dann wird die Testosteronausschüttung unterstützt und mehr Testosteron, ich kenne keinen Mann, der das nicht möchte. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir uns mal drei Übungen zur Diskussion, ob jetzt richtig oder nicht. Ist vollkommen egal. Drei Übungen, die wir mal diskutieren. Ganz links einmal die Glute Bridge, in der Mitte einmal das Kreuzheben und auf der rechten Seite einmal das Rotieren des Oberkörpers. Lass uns mal in der goldenen Mitte anfangen und einfach mal sagen, ja, wir haben da jetzt das Thema Deadlift, also
schauen uns mal an, der deutsche Begriff dafür, eben das Kreuzheben an sich. Deswegen mal die Diskussion, hilft das mir zum starken Rücken? Gibt es da was zu beachten? Ist die Übung auf jeden Fall zu empfehlen? Oder sagt ihr, mit Vorsicht zu genießen? Tim. Ja, fange ich mal an. Also natürlich gibt es da ganz viel zu beachten. Es ist eine freie Übung, die mehrere Muskulaturen und mehrere Gelenke belastet. Und deswegen ist es eine der komplexesten Übungen, die du überhaupt ausführen kannst im Fitnessstudio, vielleicht noch mit der Kniebeuge zusammen. Und deswegen gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Und das ist auch das Thema. Kreuzheben ist eine fantastische Übung und ist für jeden auch geeignet, denn es ist eine alltagsnahe Übung, da man, wenn man was vom Boden aufhebt, eine Kiste hochhebt, quasi diese Bewegung ständig im Alltag braucht. Aber sie muss erstens auf den, Stand des Mitglieds, auf den Trainingsstand des Mitglieds angepasst sein. Und sie muss zweitens sehr, sehr gut in der Ausführung erklärt und verstanden worden sein. Diese beiden Punkte müssen gegeben sein, bevor man damit anfängt. Also ich sag mal, eine 80-jährige Dame kann auch Kreuzheben machen und sollte sie auch, aber natürlich ganz anders als jetzt ein 20-jähriger junger Mann. Und hier sehen wir eher das Beispiel, wie vielleicht jemand Jüngeres trainiert mit viel Gewicht, mit einer Langhantelstange. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Belastung, als wenn wir erstmal wieder das auf etwas korrekt vom Boden aufheben üben, was auch Kreuzheben im Prinzip ist. Und ja, von daher sind, wie ich schon sagte, sind viele Muskeln auf jeden Fall beteiligt, unter anderem natürlich die Beinmuskulatur, der Beinbeuger ist vor allen Dingen auch belastet, wenn man es korrekt macht, und der Po. Aber auch die Schultermuskulatur ist ebenfalls belastet. Man muss sich ja aufrecht halten. Selbst der Latissimus muss arbeiten, weil man, wenn man es richtig ausübt, den Brustkorb vorschieben muss und Spannung im Rücken halten muss. Die Hand von da biegen soll, gell? Genau. Man soll quasi so sich so vorstellen, man biegt die Hantel auseinander und dabei sieht man schon, geht automatisch die Schulter nach hinten, die Brust kommt raus und in dieser Haltung versucht man... Alles gut, das sieht gut aus. Vielleicht noch ergänzen, natürlich muss man auch bei dieser Übung auf geraden achten, aber kein Hohlkreuz wieder, ja? Genau, das Hohlkreuz würde bedeuten in der Endposition oder in der Anfangsposition, ja, wenn ich das Gewicht also dann raushebe, würde ich jetzt, wenn ich im Hohlkreuz stehe, das Gewicht auf meiner Wirbelsäule absetzen sozusagen. Also die Wirbelsäule trägt jetzt das Gewicht, keine Muskulatur mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Was wir wollen, ist, dass in der Position natürlich auch der Po und der Rücken, die Muskulatur dort, das Gewicht trägt, ne? Und deswegen ist ein stabiler Stand, ein gerader Rücken wichtig, aber keinesfalls ein Hohlkreuz. Das Gegenteil darf man auch nicht machen. Man darf den Rücken auch nicht rund machen. In dem Moment, wo ich den Rücken rund mache, werden die Bandscheiben auf der einen Seite ja stark malträtiert und werden quasi nach oben hin rausgedrückt. Und das ist für die Bandscheiben schlecht. Und macht mal den Rücken rund und spannt jetzt mal den Rücken an. Und das geht gar nicht. Ja? Das ist fast unmöglich. Und man möchte ja den Rücken die ganze Zeit unter Spannung halten, damit die Muskulatur das passive System, also die Wirbelsäule, unterstützt und trägt. Und das geht nur, wenn du also einen geraden Rücken hast und den Muskel auch fest anspannen kannst. Also das Gute bei der Übung ist auf jeden Fall, dass es eine Po-Übung ist. Ja? Also eigentlich sollte die ganze Bewegung, der aktive Muskel ist eigentlich der Po-Muskel und der Rückenmuskel ist die Haltemuskulatur. Ja? Und dann nicht zu vergessen, der Bauch muss gespannt sein dabei. Und das ist genau das Wichtige, wenn der Core angespannt ist, ja, dass er dann eben, wenn du das Gewicht aufgehoben hast, ja, dass er dann eben dieses perfekte Korsett gibt, um dass du nicht den Schlag auf den Rücken bekommst mit dem Gewicht. Ja. Und was noch wichtig ist, die Ischios müssten entsprechend gedehnt sein. Das ist häufig der Grund, warum die Leute den Rücken rund machen. Ja? Wenn die Ischios nicht genügend aufgedehnt sind und sie da ein Handicap haben, also ein Defizit haben, dann kommen sie eigentlich gar nicht weit genug in die Vorbeuge,
ohne den Rücken rund zu machen. Und das sehen wir halt doch sehr häufig in anderen Clubs. Also kann man sagen, grundlegend hinter Kreuzheben kann man mal einen grünen Haken setzen. Das ist eine gute Übung. Je nachdem, mit welcher Form man es macht, natürlich mit Vorerfahrung, mit leichtem Gewicht arbeiten, viel eng auch mit dem Trainer arbeiten. In dem Fall, Tim, gerne noch mal kurz die Anmeldung, die ich sehr gut finde, ist das auch wie im Bild hier, die Hexbar sozusagen zu verwenden. Also sich leichter an das Thema Kreuzheben an sich heranzutasten. Aber grundlegend für das Thema Rücken, Stabilisierung eine sehr gute Übung. Genau, die Hexbar macht es einem etwas leichter in dem Sinne, dass man nicht in die Versuchung kommt, also nicht so schnell in die Versuchung kommt, den oberen Rücken und die Schulter rund zu machen. Wenn man das Gewicht natürlich vor dem Körper bewegt und anfasst, also die Langhantelstange, muss man sehr gute Kontrolle über seine Schulter und den oberen Rücken haben. Und hier kann man die Hände gleich direkt neben dem Körper platzieren. Das sorgt dafür, dass man gleich in einer aufrechten Haltung direkt auch starten kann, etwas, ich sag mal, von der Bewegung etwas simpler, etwas besser zum Einstieg. Ich möchte noch eins sagen, Felix, das ist wieder etwas für dich. Also wenn ich da sehe, dass viele Leute Kreuzheben auch machen mit einem Beckenschiefstand oder mit einer Skoliose, dann sind wir, glaube ich, nicht so begeistert. Die landen dann bei dir, Felix, oder? Also es ist gerade, wenn ich trainiere und ich beobachte mal die Leute, dann ist es schon, muss ich dem Tim zustimmen oder euch zustimmen, höchstwahrscheinlich, dass die meisten es falsch machen, um es mal ganz grob zu sagen. Kleine Fehler, große Fehler, das ist manchmal beim Zugucken, dass es weh tut. Ich glaube, es ist eine sehr komplexe Bewegung, die man wirklich sehr gut trainieren muss. Und da lohnt es sich wirklich mal, die Trainer aus den Studios heranzuziehen und mit denen einfach mal diese Übung wirklich bis ins Detail zu trainieren, als dass man das dann falsch macht. Dann sollte man vielleicht auch andere Übungen machen. Ich finde, dass es eine sehr hervorragende Übung ist. Ich mache sie auch selber. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich sie immer perfekt mache, aber ich versuche natürlich an bestimmte Sachen, die mir auch geläufig sind oder vielleicht auch spüre, auch zu vermeiden. Deswegen, aber nach wie vor finde ich diese Übung sehr wichtig und korrekt, aber halt mit einer sehr langen Lernkurve, würde ich mal sagen. Ja. Felix, ich muss die Trainer ein bisschen in Schutz nehmen, weil es gibt wirklich die Unbelehrbaren. Ja. Das kannst du denen 100.000 Mal erklären. Ja. Du machst die Übung nicht richtig. Versuch das so. Versuch deine Issues zu sehen. Mach dies. Ja, aber dann kriegst du doch das Gewicht nicht mehr hin. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da permanent rumzulaufen und die Leute zu korrigieren. Das ist eine reine Wahrnehmung und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich vielleicht sogar im Spiegel beobachten oder vielleicht so von der Seite, dass man sagt, man könnte wunderbar auch von der Seite sich beobachten. Deswegen gibt es ja viele Spiegel, um nicht nur den Bizeps hinterher zu kontrollieren, sondern einfach mal die Bewegung zu kontrollieren. Und insofern denke ich mir mal, wäre der Wunschgedanke meinerseits. Ja, und selbst ein Spiegel hilft nicht, Felix. Auch das haben wir alles schon probiert. Ja, da stehen die vor dem Spiegel und sagen, sieht doch gut aus. Ja, aber ich würde ja schon sagen, es kommt vor, aber jetzt bei uns, wie gesagt, die Trainer achten darauf und deswegen ist es alles im Rahmen. Also haben wir ja Personal Training. Ja, genau, und wir haben es im Rahmen und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das immer wieder anzusprechen, auch wenn manche Mitglieder da ein bisschen, es ist eine coole Übung, sie sehen das und wie du schon sagtest, wie auch schon sagte Tim, auch mit der Hexbar oder auch was, glaube ich, Gernot angesprochen hat, mit der Hexbar lässt sich das natürlich leichter zentrieren, insbesondere gerade, wenn die Mitglieder jetzt zum Beispiel, wie die Barber auch gesagt hat, die ischokorale Muskulatur, weil eigentlich ist das Deadlift eigentlich eine fast ganz gute Dehnungsübung, wenn du es richtig machst. Ja, das ist eigentlich eine schöne Dehnungsübung in der Aufrichtung. Wenn du es eben nicht schaffst, ist das Knie im Weg. Ja, sie kommen mit der Stange nicht am Knie vorbei. Also das sind alles so Sachen. Und da ist es wirklich wichtig, sich mal vom Trainer zeigen zu lassen. Und ja, dann hat man auch Aufgabe, was zum Üben. Und es macht ja auch Spaß, etwas zu üben. Ja, also deswegen, Michael, Haken völlig richtig dran, aber komplexe Übung, muss man ganz klar sagen. Tim. Definitiv. Eine weniger komplexe Übung, zumindest mal auf den ersten Blick, ist links ja die Glute Bridge. Barbara räuselt schon so ein bisschen ihren Kopf und geht so ein bisschen hin und her. Ich habe auch gedacht, die Übung gebe ich auch mal direkt an die Barbara, dass sie sagt,
Als ich das Foto gesehen habe, na Felix, so ist genau so, wie man es nicht macht. Ja, die ist nämlich die Dame im Hohlkreuz. Und ich weiß nicht, ob sie einen künstlichen Po hat oder ob die das retuschiert haben, dieses Bild. Also auf jeden Fall ist diese Dame im Hohlkreuz, die holt das ganze Ding aus dem Kreuz raus. Ja. Also das ist nicht die richtige Bewegung. Ja. Es gibt eine wunderbare Vorübung dazu, wie ich merke, dass ich wirklich den Po innerviert habe. Ne. Also dann rolle ich erstmal meinen Rücken auf, ich spanne den Po wirklich von unten her an, ja. Gehe dann nach oben mit wirklich ganz angespanntem Po und dann habe ich schon einen relativ geraden Rücken, ja, einen physiologischen Rücken eigentlich. Ja. Und wenn ich dann noch nicht so weit oben bin, aber doch so, dass ich den Po angespannt habe, dann mal einen Fuß nach dem anderen abheben. Und dann merke ich, hoppa, wenn ich jetzt den Po nicht angespannt habe, ja, dann falle ich um oder ich falle zur Seite. Mach irgendwas Dummes, ja. Und das ist eigentlich eine wunderbare Vorübung für den Hip Thrust. Wir hatten das schon mal in einem Seminar, ne, Michael, hatten wir den Hip Thrust besprochen und da haben wir auch diese Übung gezeigt. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Also kann man festhalten, die Glute Bridge an sich, eine sehr, sehr gute Vorübung, um auch sich an den Hip Thrust sozusagen anzunähern. Ich mache mal ein oranges Ausrufezeichen dahinter, aufpassen, dass man es entsprechend auch richtig ausführt. Aber grundlegend... Aber ich finde, Felix, du bist doch bestimmt, also ich finde bei dem Foto sehr interessant, der Oberkörper geht fast mit 90 Grad in den Boden und der Hals, und der ist, Hals da, ist da rechtwinklig abgewinkelt. Ja, ich finde das schon boah, also das sieht schon fast akrobatisch aus, oder? Ja, das kommt darauf an, was du jetzt da ansprichst, eher das Modell oder die Übung. Also insofern, die Übung selber finde ich katastrophal. Also ich glaube, da gibt es wenig Menschen, die das können. Also ich würde nicht mal meinen Nacken in die Richtung bekommen. Also es ist von der unglaublichen HWS-Verkrümmung, also Halswirbelsäulenverkrümmung mit diesem unglaublichen Hohlkreuz. Also das ist eher was Akrobatisches als wirklich in dem Fall was Trainingstechnisches. Von daher, also so ist das Bild tatsächlich ein schlechtes Signal. Und allein, wenn man überlegt, dass es darum geht, den Rücken gerade zu machen, wie bei einer Planke, wie man umgekehrt auf dem Unterarm stützt, in eine Planke kommt, will man ja auch nicht durchhängen oder in eine andere Richtung gehen. Also das Bild ist ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Genau den Austausch finde ich super, weil genau das, deswegen haben wir hier auch ein Stockbild genommen, ist genau das, was 99% aller unserer Mitglieder da draußen eben auch im Markt sehen. Die gehen ins Netz, informieren sich, schauen sich die Übung an, sehen das und machen das exakt so nach. Ne? Deswegen, augenscheinlich eine sehr, sehr gute Übung, Barbara hat es bestätigt, die einen hinbringt als Vorübung zum Hip Thrust, die einem auch eine Vorübung, also eine Anführungsübung sozusagen ist, wird einfach letzten Endes falsch dargestellt und schon füge ich mir ja selber auch Probleme zu. Und da komme ich gleich nachher in der letzten Slide dann nochmal drauf. Das resultiert ja wieder, dass Leute zu uns kommen und akut Schmerzen haben. Das ist einfach durch eine Fehlbelastung. Deswegen finde ich das Gold wert, dass wir da eben heute drüber sprechen und eben auch so diese Übungsqualitäten eben nach vorne stellen. Und deswegen ist es wichtig. Sehr gut. Wir haben auf der rechten Seite noch die Hüftrotation. Ja? Also das sozusagen Rückenrotation an sich ist grundlegend den Rotationsübungen zu empfehlen. Ist es eine Mobilisierungsgeschichte oder sagt ihr, lieber bei Rückenübungen Rotationen vermeiden? Also erstmal am besten eine Antirotation machen. Ja, du bist am Kabelzug und der Kabelzug kommt von der Seite. Und du musst jetzt das Kabel vor dir halten, entweder hier, je nachdem, wie fit ich auch in der Schulter bin. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich kann es mir auch hier vorhalten und dann mache ich Ausfallschritte oder einfach nur Squats. Ja, oder und, nur ausstrecken, oder? Ja, nur ausstrecken, das ist häufig für Frauen zu anstrengend. Ja, das halten die in den Schultern nicht so lange aus. Ja. Aber erstmal ist wichtig, eine Antirotation zu machen, damit ich auch weiß, oh, kann ich das denn überhaupt? Also eine Haltestruktur erst. Ja, kann ich überhaupt meine Bauchmuskeln innervieren? Ja, meine Bauch- und Po-Muskeln, ja, also das Core-System, also ist wirklich in der Lage,
eine seitliche Kraft auszubalancieren. Noch besser ist, wenn ein Trainer da steht und ständig zuppelt beim Personal Training. Ja, das geht gut. Also vielleicht kurz eine anatomische Anmerkung. Also die Wirbelsäule, gerade im Lendenbereich, ist eigentlich hat wirklich keine Rotationsebene. Sie kann sich zur Seite neigen, nach vorne, nach hinten, aber die Rotation ist nicht wirklich stark möglich, denn die Wirbelgelenke stehen fast vertikal. Und das Problem ist, dass die natürlich nicht so wirklich rotieren können. Sie seitlich kippen nach vorne, nach hinten, aber eine Rotation geht nur bedingt. Das heißt, wenn man rotiert, dann muss man eben Mobilität vorher haben. Und ich finde, die Mobilität kann man durch Dehnung und so weiter und durch Functional Training, finde ich, ganz gut und auch durch diese Halteübungen hervorragend machen. Und ich denke, dass auch der Milon-Zirkel da eine sehr, sehr gute Übung hat, um diese beiden Richtungen zu machen, zum gewissen Grad, weil da wird ja vorher eingestellt, genau wie viel geht und wie viel geht nicht. Und das ist für mich dann ein gutes Medium, um die Rotation zu trainieren. Wenn man überhaupt, es ist ja mehr, ja gut, es ist eine Rotation, aber so wie man wahrscheinlich die Hüfte rotiert, das ist vielleicht noch ein bisschen eine angedeutete Rotation, würde ich mal sagen. Ja. Und dann kann man natürlich noch stärker rotieren, wenn man zum Beispiel wirklich eine gute Rotation in der Brustwirbelsäule übt. Also es gibt bestimmte Areale, die sind für eine Rotation besser geeignet als die Lendenwirbelsäule. Ja, und da ist auch im Milon-Zirkel ist nämlich die Hüfte fest und du rotierst oben ganz leicht, ja, und gut. Hältst vor allen Dingen auch hier kannst du dagegen halten, was ich extrem gut finde. Also wer gut trainiert ist, finde ich, der kann es eben mit einer stabilen Hüfte und mit den Seilzügen oder mit den Gummibändern, das dann irgendwo von der Seite kommt, einfach nur halten, vielleicht noch ein bisschen nachtarieren. Aber da muss das Becken wirklich fixiert werden, weil sonst hat man gleich eine Rotation mit Becken und man dreht sich dann im Prinzip gar nicht mehr über die Wirbelsäule, sondern durch andere Segmente. Mhm. Aber grundlegend zur Stärkung vom Rücken können wir da einen grünen Haken dran machen und sagen, ja. Hey, mit Hilfsmittel passt auf jeden Fall Rotationsübungen sehr, sehr gut in das Muster rein. Ich hätte sie lieber Anti-Rotation genannt. Aber die Anmerkung ist gut. Sehr gut. Jetzt haben wir ja das Thema, dass Mitglieder zu uns kommen und wirklich akut Schmerzen haben. Also wirklich jetzt hier sitzen, ich habe Rückenschmerzen. Jetzt ist die Frage, was empfehlen wir denen? Sagen wir, leg dich ins Bett und kurier dich aus und die Matratze richtet das? Oder sollten wir ihnen eher das Gegenteil sagen und sagen, ey, jetzt ist Bewegung gefragt? Und angrenzend dazu noch die Frage, die dazu passt, wann schicken wir die Person zum Orthopäden und sagen, ey, jetzt ist hier die nächste Kraft gefragt, weil jetzt ist es vielleicht auch schon ein Stadium zu weit. Tim, für was bist du? Ins Bett liegen oder bewegen? Also ich kann das ganz gut an einem Beispiel mal deutlich machen. Früher wurde auch oft gesagt, beispielsweise man hatte einen Tennis- oder einen Ellbogen, Tennis- oder einen Golferarm. Ja? Da wurde gesagt, okay, wir schienen das Ganze. Ne? Wir machen einen Gips drum und dann wird das schon wieder besser. Ne? Weil die Belastung dann ja aufhört, dann kann sich alles beruhigen, die Entzündung geht raus, alles super und dann kann man wieder loslegen. Es geht eigentlich ständig nach hinten los. Der Grund ist ganz einfach der, die ganze Muskulatur atrophiert dann natürlich auch mit, ja, wenn der Arm dann zum Beispiel gar nicht genutzt wird. Das heißt also, wenn die Person dann wieder anfängt zu trainieren, und zwar natürlich auch wieder anfängt zu trainieren, wie es mal vor der Verletzung der Fall war, zack, ist das Problem dann ganz schnell wieder da und man hat die Schmerzen erst recht, weil die Muskulatur, die zur Stützung eigentlich da sein müsste, jetzt erst recht nicht mehr da ist. Und so ähnlich ist das ja auch beim Rücken. Also sich hinzulegen und dann zu warten, bis der Schmerz weg ist, das ist wirklich das Schlechteste, was man machen sollte. Weil wir auch gerade noch gelernt haben vom Felix, dass die Bandscheiben sich ernähren dadurch, dass sie natürlich auch vernünftig belastet werden. Und wenn wir jetzt einfach nur den ganzen Tag liegen oder die meiste Zeit liegen, dann tut sich damit der Diffusion der Bandscheibe recht wenig. Ne? Also von daher ist das nicht das Wahl der Mittel. Man sollte schon aktiv sein. Man muss natürlich dann genau gucken, was für Aktivitäten man betreibt und da halt gezielt arbeiten. Ne? Gezielt ist halt wichtig. Und man sollte vor allen Dingen im besten Falle natürlich die Ursache kennen, um die Symptome dann auch perfekt beheben oder trainieren zu können. Aber ich hatte ein bisschen verstanden, dass du sagtest, dass im Liegen natürlich
die ganze, über den Tag werden ja die Bandscheiben zusammengepresst und im Liegen gewinnen die wieder ein bisschen Höhe. Oder hatte ich das falsch verstanden? Also grundsätzlich muss man vielleicht, ja, also es ist so, dass tatsächlich im Liegen die Bandscheiben sich mit Wasser auffüllen und dann sozusagen regenerieren. Aber ich glaube, man muss hier zwei Sachen unterscheiden zwischen einem akuten Schmerz und einem chronischen Schmerz. Also ein akuter Schmerz, den kennt jeder von uns, das ist der klassische Hexenschuss, eine Blockade, ein ganz plötzliches Schmerzereignis. Chronische Schmerzen sind ja das, was dann jemand über Wochen begleitet oder Monate begleitet. Und insofern, sage ich mal, ist es so, dass man da schon differenzieren muss. Also wenn jemand akute Schmerzen hat, aufgestanden ist und zusammenklappt, weil er so starke Schmerzen hat, dann ist es ja nicht so, dass man den sagt, du, jetzt geh mal auf Teufel komm raus ins Studio und trainier und mach irgendwelche Übungen. Der kann sich schon mal ins Bett legen oder besser gesagt in eine Stufenlagerung begeben. Das heißt, man legt sich flach auf den Boden oder ins Bett, dann eben 90 Grad Hüfte, 90 Grad Unterschenkel. Dabei wird die Wirbelsäule aufgedehnt. Das heißt, Druck wird von den Nerven genommen, Druck wird von den Wirbelgelenken genommen. Das ist die Akutsituation, die jeder daheim machen kann, wenn es reinfährt und man sich nicht mehr bewegen kann. Dann muss man natürlich immer gegen den Schmerz was tun, vor allem, dass dieser Schmerz durchbrochen wird. Medikamente von einfachen Aspirin, vielleicht dann über ein Voltaren, über ein Diclofenac, über ein Ibuprofen, ist nichts dagegen einzuwenden. Erst dann, wenn man vielleicht merkt, oh, das ist eine Qualität oder Quantität, die ich noch nie hatte und vielleicht sogar über einen Zeitraum X, vielleicht 1, 2, 3 Tage geht, dass man sagt, so, jetzt muss ein Arzt her. Bei den chronischen Fällen, da ist es definitiv, wie ich dem Tim schon zustimmen muss, ganz klar, die Leute müssen in Bewegung bleiben. Deswegen auf jeden Fall erstmal diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen akut und chronisch. Wir sagen zu akut, was sehr plötzlich und ein paar Tage ist, ist akut und was über mehrere Wochen geht, chronisch. Jemand, der einen Bandscheibenvorfall hat, der muss nicht zwingend im Bett liegen, weil letztendlich der kann durch Übungen schon aktiv gegensteuern. Nur, das kannst du jemandem sagen, der mit Tränen im Gesicht bei dir steht und sagt, jetzt mach du mal Sport, der wird, keine Ahnung, der wird aus dem Fenster springen. Also man muss schon auch ein bisschen das Gefühl kriegen, wem kann ich es zutrauen, wem kann ich es nicht zutrauen. Und insofern sage ich mal, ist es nicht grundsätzlich verkehrt, den Leuten auch ein bisschen Ruhe zu verschreiben oder auch die Arbeitsfähigkeit mal zu unterbrechen. Also das sind so Faktoren, die spielen vielleicht im Alltag bei mir eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es so, dass man dann schon relativ schnell die Aktivität im Rumpf wieder stärken oder steigern oder überhaupt beginnen muss. Also ich denke auch, Stress spielt bei manchen Leuten, fährt bei manchen Leuten in den Rücken, glaube ich. Ne? Die sind dann einfach sehr angespannt, wenn sie da schon sowieso ein kleines Problemchen hatten und wenn sie dann noch Stress hinzubekommen, dann spannt sich einfach der Rücken noch mehr an und ein kleiner Effekt ist vielleicht auch, sie werden noch runter in der Brustwirbelsäule, ducken sich ein bisschen weg, so, ne? Also psychisch gesprochen, und dann wird es einfach noch schlimmer und deswegen ist da manchmal auch ein Platzwechsel ganz gut. Sehr gut. Henrik, ich blicke drauf und sehe, dass wir schon 1 Stunde und 12 Minuten uns zum Thema starke Rücke austauschen. Ich weiß nicht, wohin die Zeit ist. Ist auf jeden Fall sehr kurzweilig jetzt in der Form gewesen. Ich würde gern von meiner Seite, bevor du dann gerne das heutige Webinar nochmal abrundest, Henrik, gern Werbung machen für nächsten Montag, ihr Lieben. Und zwar, Tim, sind wir da wieder live on stage in der Küche und wir werden leckere Smoothies. Bin sogar noch ein Webinar zu früh. Wir werden uns mit der Sarah Schrader aus Hamburg, genau. Das war mein Ding, und dem Tim nächste Woche am Montag über leckere Smoothies und Schlankmacher unterhalten, weil der Tim ja verdientermaßen die Sonne genießen wird nächste Woche. Deswegen wird am Montagabend-Webinar die Sarah Schrader mit dabei sein. Aber in der darauffolgenden Woche am Montag stehen wir wieder in der Küche und da gibt es das Gesunde aus dem Wok. So rum war das. Und da freue ich mich sehr drauf. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dann auch direkt wieder am nächsten Montag mit dabei ist. Und Henrik, gerne an dich dann für heute auch unser Schlusswort. Ja, gerne möchte ich mich an unseren Experten bedanken, insbesondere dir, Felix. War wieder sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Man nimmt immer etwas mit. Also zum Glück bin ich nicht so oft mit akuten Rückenschmerzen dran, aber wenn, würde ich sagen, Stufenlagerung war wieder so ein Thema, wo ich mir denke, okay,
Ich weiß auch, dass es insgesamt, dass man täglich Mobilität, Übungen, Bandscheiben, Nahrungsversorgung gibt, das eben nur aus Wasser bestehen. Und wenn sie rausgefallen sind, ist es gut, wenn sie absterben. Aber wenn sie, solange sie noch drin sind, sollen sie nicht absterben. Also ich glaube, das war wieder auch eine wichtige Sache, da gibt den Bandscheiben eine Chance, dass das Wasser sich wieder auffüllt und dass sie nicht nur die ganze Zeit gepresst werden. Und ich denke, da haben auch Tim, herzlichen Dank, und Barbara mit praktischen Übungen top ergänzt. Und wir haben auch gesehen, ein paar Stockfotos, also nicht alles, was im Internet ist, ist auch wie richtig. Ja, da konnten wir schon sehen, dass hier einige auch durchaus Horrorbilder da sind, wie wir hier bei dem Art dieser Po-Übung da entdeckt haben. Also in diesem Sinne... Felix macht eine Hausführung. Ja, Felix macht jetzt eine Hausführung, ja. Es ist gerade so warm in der Wohnung, deswegen musste ich nur wieder rausgehen. Das ist aber herrlich. Und ich möchte ganz besonders bei Birte danken, dass du selbst zu unseren Mitgliedern aus dem Urlaub heraus, aus dem schönen Südbayern gesprochen hast. Absolut top. Und jetzt genießt schön den Abend, genießt die Wärme und bis bald. Herzlichen Dank. Macht's gut, auch ihr, liebe Mitglieder. Schön, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, danke. Ciao. Tschüss.